So, ich habe immer noch eine erkältete Stimme. Ich werde nicht Stimme aufnehmen heute. So viel kann ich versprechen. Obwohl da noch ein bisschen was fehlt. Ich werde ein bisschen Mixing machen. Wahrscheinlich so bis 7 ungefähr. Genau. Und dann werde ich auch nochmal telefonieren müssen, weil ich ja morgen für den ersten Song das Musikvideo drehe. Warum ist die Kamera immer so weit unten? Das gefällt mir irgendwie nicht. Also weit oben, meine ich. Das ist ein bisschen nervig, ey. Ist doch besser, oder nicht? So. Aber ich glaube, die rutscht wieder runter. Genau. Und zwar an dem 1, 2, 3, 4. Song der EP. Den zweiten Song, den würde ich eigentlich gerne machen. Aber, also ich wollte eigentlich nach der Reihenfolge gehen, aber das wird heute nichts, weil ich da halt noch Vocals machen muss. Deswegen geht's hier weiter. Ich habe gestern schon ein bisschen gemacht, das war allerdings spät nachts. Ich habe auch gestreamt dabei, aber dann ist natürlich noch mal weniger los als sowieso schon, wenn man ein kleiner Streamer ist. Und gestern war auch noch ein bisschen schlimmer mit der Stimme. Ich konnte nicht mal richtig irgendwie kommunizieren, was ich mache. Was für ein Spiel ist kostenlos? Astro Duell 2 ist auf Epic kostenlos. Wenn es interessiert. Ich weiß nicht, was Astro Duell 2 ist. Deswegen, ja. Also ich habe gestern schon ein bisschen was gemacht. Neue Gitarren hier eingepflegt. Das ist auch einer meiner liebsten Songs von der EP. Ich habe da richtig Bock drauf. Muss mal die Kopfhörer hier grabben. Und ja, jetzt mache ich die Gitarren fertig. Ich glaube, ich mache die jetzt richtig fertig, die Gitarren. Ich schimpfe die jetzt an. Genau, ich glaube, es fehlt nur noch diese Strophenpart hier. Das Intro-Ding habe ich und den Chorus habe ich zweimal und das ist es auch eigentlich schon. Und ich muss jetzt hier eben immer gucken, was haben die alten Gitarren gemacht und was, wo sind die neuen dann, wo kommen die hin? Und ja, wenn ich zwischendurch mal irgendwie eklig rumhuste, dann tut es mir leid, aber dann liegt es daran, dass ich noch irgendwie stimmlich angeschlagen bin und meine Nebenhöhlen irgendwie Faxen machen. Aber ansonsten fühle ich mich wieder gesund und auch fit, morgen das Video zu drehen. Das war mir auch wichtig. Ja. So, mal eben gucken. So, das hören wir uns jetzt auf die guten Gitarren. Herrlich. Ich lieb's doch. So, auf jeden Fall muss das time-corrected werden. Das wurde gespielt mit einem ziemlichen, ich sag mal, Zeitdruck. Marco hatte keine Chance, das vorher zu lernen, in irgendeiner Form. Er musste das direkt reinspielen. Das war auch der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe bei den anderen nämlich immer ein bisschen Platz gelassen, als ich die hier rüber kopiert habe. Und deswegen sind die alle so um einen Bar verschoben gewesen. Ich dachte so, daneben hat Marco doch nicht gespielt. Ja. So, jetzt stimmt das hier natürlich. Und warum sind die Vocals wieder an?
Aber trotzdem, dadurch, dass er natürlich nicht jetzt irgendwie krass Zeit hatte, sich vorzubereiten und das mehr oder weniger nach meinen Angaben dann am selben Tag spielen musste, ohne wirklich die Riffs zu kennen oder die Chance gehabt zu haben, die zu üben, musste auch ein bisschen was korrigiert werden. Aber das sind ja Kleinigkeiten und würde ich eh machen bei der Musikrichtung. Also sehen wir das jetzt mal ganz locker. Ich klappe die oberen Gitarren mal aus, um das, mir das einmal anzugucken. Beziehungsweise, ich glaube, ich schneide sogar hier mal eben ein Stück raus in der gleichen Länge, um das mal eben beurteilen zu können. Und zwar, ach Gott. Das sieht sogar ziemlich gleich aus. Krass. Ja, das sieht gar nicht verkehrt aus. Okay. Ja, das nur mal abgleichen, um da ein Gefühl für zu haben. Ich glaube nämlich, dass ich ungefähr weiß, der kommt dahin und ich glaube, der kommt dahin. Und dann hauen die hier nämlich auch hin. Also der da und der da. Schätze ich, dass das sogar so ungefähr hinkommt hier. Mir jetzt nicht sicher bin. Jetzt bin ich mir doch etwas unsicher, gerade mit dieser Geschichte hier am Ende. Moment. Och nee, warum habe ich das denn? Das ist natürlich sehr schnell, da muss man jetzt mal gucken. Ich glaube nämlich, wenn ich das so richtig sehe, eben den unteren hier anhören. Entschuldigung. Das ist anders gespielt. Im Original ist, glaube ich, düdel. Und hier ist es düdel. Das hat mich auch, glaube ich, verwirrt gerade. Machen wir das mal. Nehmen das jetzt einfach mal so hin. Und hören, ob das unter der Prämisse richtig klingt. Das ist ja absolut nicht schlimm, die Änderung.
Ja, okay. Ja, gut. Dann haben wir das nur leicht anders gespielt. Das ist okay. Und ich schätze einfach, dass das hier richtig ist. Ich hoffe es. Versuchen es jetzt einfach mal. Moment, es hat gerade geklingelt, glaube ich. Ich gehe mal kurz gucken, was da los ist. Einen Moment. Ach, hallo. Warte mal bitte.
So, meine Güte. Genau, rechne Babyfotos. Okay. Kannst und willst sie nicht bearbeiten. Wo ist denn das Problem, Babyfotos zu bearbeiten? Du musst nur aufpassen, dass das Baby nicht komisch rot aussieht. Weil irgendwie ist die Haut, glaube ich, so dünn und wenn man das dann beleuchtet, dann reflektiert das. Ja, da war einer, wir wollen ja umziehen und irgendwie versuchen die alle, um den Makler rumzukommen. Ziemlich assi. Aber der schien dennoch ernstes Interesse zu haben, deswegen habe ich mal kurz mit dem geschnackt und dem so sanft in die Richtung des Maklers geschoben. Ja, es geht mir ähnlich. Geht mir ähnlich. Aber das Verarbeiten von Kinderfotos finde ich trotzdem unproblematisch. Wobei ich finde ja so schon immer, dass ich nasal rede, ne? Aber jetzt ist es komplett vorbei. Und zur Farbe, keine Ahnung. Das war noch so jung, dass die Hände so leicht ins Blau. Ugh. Das ist voll gruselig. Das klingt wie ein Horrortrip. Ja, so genau so hört sich das an. Ich bin mir nicht sicher, wo das hier hinkommt. Aber ich glaube so. Ich muss jetzt einen richtig machen und dann die anderen danach ausrichten. Klingt aber erstmal richtig. Aber bei mir hört es ja, ich bin ich hab noch die Nebenhöhlen zu. Aber ansonsten, also mir geht es eigentlich wieder gut. War ziemlich fies. Die Krankheit, aber halt nur so 2 Tage. Aber bei mir ist, ich bin halt dadurch, dass ich auch Allergiker bin und so, mega empfindlich an den Nebenhöhlen. Und wenn dann irgendwas ist, dann habe ich halt ein paar Tage so eine komische Stimme. Aber so körperlich bin ich eigentlich wieder fit. Von daher, Musikvideo findet morgen statt, aber wahrscheinlich müssen wir das aufteilen. Mit den Autoszenen und so, dass wir dann noch mal irgendwie losfahren. Ja, auf einmal kommen alle an mit Anfragen, was einerseits schön ist, aber ich mich andererseits wie jedes Jahr im Frühjahr irgendwie verarscht fühle von meinen Kunden. Ja, also eigentlich alles gut. Jetzt kann ich ja da oben gucken. Das ist cool. Das ist toll. Das ist toll. Hurra, hurra, das Sample funktioniert. Irgendwas hört sich komisch an.
Also entweder ist es komisch gespielt oder weiß ich auch nicht. Ignorieren wir erstmal, machen wir erstmal weiter. Das ist auch alles relativ drauf. Der hier muss dahin. So. Und das entsprechend so. Okay. Vielleicht ersetze ich den ersten. Der ist auf jeden Fall nicht so sauber gespielt. Aber das kann ich immer noch machen. Erstmal gerade ziehen. Richtig nervig, das rauszufinden. Wir dachten die ganze Zeit, das wären irgendwie zwei verschiedene Töne, die übereinander spielen, aber das klang einfach nur so komisch, weil die so gegeneinander phasig gefaced haben. Ja, da hört man es auch. Mach die auch mal kürzer hier. Aber diesen Anfang werde ich definitiv austauschen bei dem, das kann man sicher nicht geben. Uns das auch nicht aufgefallen ist, es ist weird. Sag mal, das ist alles gut gespielt. Das sieht auch erstmal gut aus. Machen wir hier erstmal einen Stopp hin und da. Kleine Korrekturen. Das könnte man wahrscheinlich sogar so ein bisschen lockerer lassen. Da bin ich mir aber gerade noch ein bisschen unsicher bei. Das möchte ich jetzt nicht riskieren. Was ist das denn hier? Jetzt genau in der Mitte da. Lassen wir es mal so, dann ist das jetzt vielleicht eine dieser leichten Variationen, die ich drin lasse. Werden wir gleich hören, wenn wir alles hören, ob ich nochmal dran muss. Mit solchem High-Gain-Geschrabbel da ist das halt immer so ein bisschen schwierig, da das genaue Timing zu finden. Manchmal macht man in der Time Correction irgendwie dann mehr kaputt, als man verbessert, weil man es einfach selber nicht checkt, wie es klingen soll. Behaftet aus, das auch. Kommt der auch dahin wahrscheinlich. So. Okay, den auch mal hören. Boah, das geht, Alter. Alter, das geht ja mal gar nicht. Das Gate ist viel zu aggressiv. Boah, krieg ich ja was mit dem Plug zu tun. Das machen wir weg hier, glaube ich. Keine Ahnung, was das ist.
Ich fand den oberen sehr clean. Ich glaube, ich klaue mir den einfach nochmal. Dann hören wir mal die ganzen Gitarren. Ja, das klingt auch vernünftig. Irgendwas war doch hier unten noch. Ach nee, das war nur das Gate. Okay, das sind globale Einstellungen. War mir gestern schon aufgefallen, tatsächlich. Mach das einfach hier aggressiv weg. Wenn ich entfernen drücke und es nicht und nichts passiert, denke ich immer, okay, wo habe ich jetzt irgendwo random im Song was gelöscht, ne? So. Mal hier kurz einen Übergang rein. Gucken wir mal, wie der Übergang hier kommt. Ist doch perfekt. Oh ja, so brauche ich es. Mal gucken, ob das nicht zu viel ist hier. Fade out. Nö, das klingt natürlich, finde ich gut. Und hier kann man bis hier rauf gehen, glaube ich. Suchen wir mal. Man vielleicht auch bis auf die Hälfte nochmal reinfaden, damit es nicht so asozial reinklickt. Und außerhalb der Babyfotos alles gut bei dir? Oder ist es auch alles zombieartig? Hoffe ja nicht. Das will ich weghaben. Davon abgesehen, ja, waren gestern in Frankfurt bei einem Fotoladen, habe mir jetzt endlich mal live ein 600 mm F4 angeschaut. Random Posts, die mir von Instagram vorgeschlagen werden. Na, danke. In Frankfurt. Ja, da gibt es bestimmt coole Fotoläden. Ich fahre auch immer in die größeren Städte. Aber eigentlich kaufe ich da nie was. Ich immer zu teuer. Aber ja, dieses, meinst du, dieses Sigma-Ding, dieses grüne Baseballschläger große. Das ist cool. Was? 205 bis 5, hä, was? Ich meine wirklich, das ist so ein, das kriegt man kaum unter den Arm. Ja, genau. Okay, dann ist das, ich dachte nicht 200 bis 500.
Ich dachte nicht, dass das, ich sag mal, eine so niedrige Brennweite hat für diese Größe. Ich habe nämlich ein 100 bis 300 oder so, und das ist so ein ganz normales Mini-Objektiv. Ich meine, das ist Schrott, ne? Klar, aber ja, hätte ich nicht gedacht. Doch, 100 bis 300 ist das. Das ist irgendwas mit variabler Blende und überhaupt nicht geil. Aber ich habe das für einen Fuffi bekommen, gebraucht, und benutze das jetzt immer für so Parallax-Shots und sowas. Das ist richtig cool. Warte, ich kann mal ein Musikvideo raussuchen, was ich damit gemacht habe. Das ist wirklich cool gewesen. Dafür habe ich das eigentlich auch mehr oder weniger geholt, weil ich das ausprobieren wollte. Und das hat sehr gut funktioniert. Eben gucken, wo das. Meine Playlists und dann irgendwie Arbeiten für Kunden oder so. Genau. Commissioned Work fand ich zu international. Ich dachte, dann sind die Leute verwirrt, wo ich herkomme. Aber Arbeiten für Kunden klingt auch irgendwie sehr steif. Eben gucken. Ja, genau, das ist das. Ich hätte echt gedacht, dass das irgendwie, dass das eine viel höhere Brennweite ist. Ich dachte, 600 ist schon eher niedrig. 200 bis 500, Junge. Das sieht aus wie so ein Raketenwerfer, das Ding. Wahnsinn. Absolut bescheuert. Aber macht bestimmt Laune. Macht halt nur bestimmt keine Laune, wenn man damit irgendwo rumfotografiert und die Leute denken, man spioniert sonst wen aus. Ja, das Video, was ich dir geschickt habe, da habe ich halt dieses Objektiv benutzt. Ach so, schrei mich doch nicht an hier. Habe ich die Box noch angehabt? Und diese Close-Shots, ich feiere es einfach so sehr mit dem Hintergrund. Aber das ist auch das erste, einzige Mal bisher, dass ich das so benutzt habe. Und dieses Objektiv hat halt Stabilisierung nicht vorhanden, ne? Muss man sich, es ist, wie gesagt, ich habe einen Fuffi bezahlt dafür. Aber das Gimbal, ab in den super smooth Modus und ab geht's. Ich muss damit irgendwie mal sowas. Ich habe leider, ist mir mein Hoverboard kaputt gegangen. Da muss ich mir mal irgendwo einen Ersatz besorgen und dann halt wirklich irgendwo so vorbeifahren und einfach so seitlich filmen. Das ist der Knüller mit sowas. Aber halt Blende 5, 6 bis 7 irgendwas oder so. Ne? Das ist halt, wenn man eine durchgehende Blende haben will, muss man es dann halt auf Blende 7 oder so stellen. Das ist natürlich ein Sonnentag. Objektiv. Voll komisch, dass das hier viel höher ist. Egal.
Das ist mir jetzt wurscht. Jetzt kopieren wir das erstmal rüber. Ich glaube, kann ich jetzt hier dran ziehen und das wird nur das länger? Ideal. Ja, muss jetzt das Video auch nicht ganz angucken, ging mir halt nur um diesen, also eigentlich passiert da auch nicht viel. Ist halt nur so ein normales Akustik-Gebums-Video. Ja. Fand das einen sehr schönen Effekt mit dem vorbeirauschenden Hintergrund und so. Mag das sehr. Wenn meine Drohne jetzt einen Tacken größer wäre, würde ich das unter der Drohne hängen, das Ding. Aber dann bräuchte ich ein paar andere Genehmigungen. Das wird immer ein bisschen schwierig, leider. Deswegen Drohne so klein wie möglich halten. Ah, Roman, du Vollidiot. Da muss das doch hin. Nee, auch nicht. Sekunde mal. Das sind einfach komplett andere Töne, oder? Ich weiß nicht, was wir da gemacht haben. Aber es klingt trotzdem gut, einzeln, I guess. Was bist du am Überlegen? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Was habe ich denn hier gemacht? Oder was haben wir denn da? Das kommt doch noch da. Das 600 F4. Macht bestimmt Laune, ist halt die Frage. Also, ich habe keine Ahnung, was das kann, ne? F4 ist ja völlig ausreichend. Für eigentlich alle Situationen, außer wenn du jetzt irgendwie so nachtmäßig irgendwas machst. Wenn das halt vernünftig stabilisiert ist und so, warum nicht? Ich finde das bei den langen Objektiven, was ich jetzt bisher so mitbekommen habe, immer wichtig, diese zwei Stabilisierungen zu haben, ne? Keine Ahnung, wie das jetzt bei Tieren aussieht, ob da die normale Zwei-Achsen-Dingsi reicht, aber boah, mich hat das richtig genervt. Bis man mir dann gesagt hat, ja, du kannst halt die Stabilisierung in der einen Richtung auch ausschalten. Ja, F4 reicht, also ja. Ich bin halt bei meinen Sachen, denke ich halt immer so, 2,8 ist eigentlich immer ideal. So, wenn ich halt jetzt irgendwie Menschen oder sowas filme, fotografiere. Finde ich halt irgendwie 2,8 immer wichtig zu haben, mindestens. Drunter ist halt eine künstlerische Sache, finde ich, eine künstlerische Entscheidung.
Da reicht es mir, wenn ich halt dann das 50 und das 85 dafür habe. Aber drüber bin ich übel selten. Eher wenn ich keinen ND-Filter habe und dann runter steppen muss, dann ja. F4 ist auf jeden Fall ISO-technisch ausreichend und bei der Brennweite hast du ja auch die Unschärfe so oder so wahrscheinlich. Da bin ich, das sind Brennwertenbereiche, wo ich dann nicht mehr so einen Begriff von habe auch. Ach Leute. Bis 500 mit 2,8 oder 400 mit 2,8, nichts anderes. Ja. Ich habe damals mit diesem weißen 70-200 mal fotografiert. Das fand ich auch sehr, sehr cool, dass es für einen Porträtbereich auch noch sinnvoll. Und ein Freund von mir, also der Jason halt, der auch das mit Video morgen dreht und der auch mit dem Minecraft und so dann mitmachen wird. Der hat das neue, das RF 70-200L. Das ist auch schon cool. Aber drüber bin ich halt auch echt so ein bisschen überfragt. Wie gesagt, ich habe das 100-300, aber das ist, ja, halt nichts, womit man irgendwie angeben könnte oder so. 200 bis 500 klingt halt auch einfach geil. Also ein Riesenbereich ist das ja, ne? Das ist ein großer Zoom-Bereich. Ich versuche mir das gerade so in Multiplikator-Dings vorzustellen, aber weiß ich gerade noch nicht. Kriege ich gerade noch nicht zusammen. Aber es klingt auf jeden Fall sehr schön. Machen das mal eben kürzer hier, damit ich das sicher verschieben kann. Irgendwie ist hier ganz und gar irgendwas nicht richtig gelaufen. Das sieht richtig aus. Ja, ich bin, wenn ich mich entscheiden könnte, hätte ich auch nur Primes im Koffer. Aber die Sache ist halt, was macht man, ne? So, wenn du jetzt bei einem Kunden bist, wo du halt wirklich mal schnell irgendwie dies und das und jenes machen musst, dann ist halt ein Zoom schon praktisch. Aber wenn ich jetzt rein künstlerisch unterwegs wäre und das Budget keine Rolle spielen würde, dann, hätte ich nur Primes und wahrscheinlich Anamorphic oder so, weil einfach cool aussieht. Aber ja, Budget spielt eine Rolle. Und man muss bei Kunden schnell mal. Ich bin komplett irritiert. Das nochmal weghauen hier. Also es kommt nur noch einmal, okay, das kriege ich hin. Startet.
Hier, I guess. Dann müsste das jetzt stimmen. Aber ich denke mir auch gerade so für so Wildlife-Sachen ist das doch mega geil, wenn man halt so einen Riesenbereich hat, oder nicht? Naja, telefonier du mal. So, dann gucken wir mal hier durch. Also, das hier. Auch eine Verbindung. Das ist auch alles in Ordnung. Sieht gut aus. Okay, dann fehlen mir nur noch die beiden hier, glaube ich. Das sind die nächsten. Das ist easy. Und was haben wir hier? Da müssen wir auf jeden Fall basteln, aber ey. Ich schätze, richtig geschätzt. Der da ist komisch spät angefangen, aber der stimmt auch so. Okay. Habe ich das auch alles in Pro? Ich war nämlich unaufmerksam. Ich denke, ich hätte es gehört. So, aber die sind nicht in Pro. Pro. So, jetzt sind sie in Pro. Mann, wie schnell es auf einmal dunkel geworden ist, was hier los? Ich fühle mich direkt wie in so einer komischen Höhle oder so. Nee, 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 nee. Was ist das denn von Timing? Leute, was ist mit euch?
Ja, ich weiß auch nicht, was mit euch ist. Ich meinte eher die Menschen in meiner Uhr, die die ganze Zeit nicht schreiben und dann irgendwie alle meinen, schreiben zu müssen, wenn man einmal was zu tun hat. Willkommen, Herr Playmaker. Genau, stimmt, ich wollte was sagen. Ich habe nämlich demnächst ein Musik hier als Videomensch, die dir gefallen wird, glaube ich. Eine Dame, die Anime-Songs auf Englisch singt. Stimmt doch was nicht. Das klingt richtig, aber warum? Ja. Die übersetzt die Lieder. Ganz dreist. Aber dann sollte dir die Musikrichtung doch gefallen oder muss die Sprache auch noch stimmen? Was sind denn hier für Ansprüche? Ach, ich verstehe, was das Problem ist. Heilige Friteuse. Was ist mit den Leuten denn jetzt? Einen Moment mal. Okay. Ja, ich locke und du lugst. Kannst ja dann immer noch judgen. Warum ist denn... Okay, das ist jetzt zwar schrecklich, dass das da am Anfang ist, dieses sinnlose Geräusch. Aber jetzt stimmen zumindest die Zahlen hier, oder nicht? Nervig, egal. Offenbar ist es einer hinter dem Großen. Whatever. Also sind die alle so ein Ding hier hinterher. Ja, dann passt es auch. Dann ergibt es auch Sinn. Aber dass der jetzt da oder dahin kommt, hätte keinen Sinn ergeben. Muss man nicht verstehen, ne? Muss man nicht verstehen. Genau deswegen sage ich dem Marco immer, spiel auf dem Takt. Also spiel auf dem Klick. Er spielt manchmal halt einfach, fängt auf der 3 an zu spielen oder so. Das kommt davon, wenn man so viel Prog hört und macht. Dann ist vorbei. Ah, ist hier aber genauso. Naja, gut, dann kann ich mich jetzt zumindest dran gewöhnen.
Das ist dann, ja. Komische Sache. Hör auf, mit der Uhr zu reden und sage mir, ob, wo Problem. Wo Problem, welche Probleme? Welche Probleme? Ich will keine Probleme. Ich will Licht. Erleuchtung und Licht und Erleuchtung. Das will ich. So. Tschüss, ja. Nee. Nee. Das ist da richtig, das ist da richtig. Da. Keine Ahnung, was du von mir willst. Und das müsste auch so stimmen. Okay, wo das? Oh, Leute. Okay, das war tatsächlich mal was Sinnvolles. Ich will auch endlich mit dem Mixing jetzt anfangen. Ich habe gar keine Lust mehr und gar keine Luft mehr. Nee, ich habe gar keine Lust mehr, mich mit diesem Gitarrengeschiebe hier zu beschäftigen. Aber das haben wir auch gleich durch, ey. Ich will den Song zusammenkommen hören und richtig Kraft entwickeln lassen. Das will ich machen. Kleine Schnipselchen hin und her schieben. Schnipselchen machen wütend. So. Schnipselchen. Ja, das machen wir so und dann machen wir einen kleinen Überblendbumsi. Halben Taktstrich, denk sie. Jetzt alle. Das kann ich auch getrost noch mal rausschneiden und weiter schnipseln, obwohl ich Schnipseln nicht mehr mag.
Boah, dieses Original, ne? Das macht mich traurig. So, ziehen wir uns das mal rüber. Der Vergleich wird auch mich gleich sehr glücklich machen. Wobei das hier auch gerade nicht wirklich besser ist. Das ist der Part. Ja. Du. Ach, lassen wir es doch ruhig erstmal da. Das ist okay. Das bedeutet aber gleichzeitig. Dass das hier noch ein paar Mal kommt. Gucken. Nee, okay, das ist hier richtig. Dann muss das nur noch verlängert werden. Was ist das denn? Was ist das dann hier? Nee, du, das geht ja mal ja nicht. Okay, hört man gar nicht. Aber generell so einen kleinen Überblend darüber schadet ja nicht. Wird das nochmal was kaschiert? Welcher war das der hier, ne? Ach, passt. Ach, passt! Hier genauso. Ja, mal bis dahin. Leute, warum habe ich euch alle markiert? Ihr Knustklumpen. So. Mach's mir auch einfacher. Braucht das ja eh beides nochmal. So. Okay, den ganzen Part. Upsi, was denn hier passiert? Ist aber nicht du, du Schlingeltö.
hier natürlich auch einen guten Vorlauf mit reinfaden. Das hier muss ich noch in Pro umwandeln. Und dann muss das nur noch korrigiert werden und dann ist Copy-Paste angesagt. Ich schätze, der sieht ganz gut aus, aber der hier wird wahrscheinlich dahin gehören. Was? Einen Moment. Der ist doch never falsch da. Doch? Echt jetzt? So komisch gestretcht. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man die Sachen rüberschiebt in ein anderes Projekt, dann werden die irgendwie komisch gestretcht. Das ist doch viel schneller alles. Aber das stimmt doch auch alles nicht. Entschuldigung mal. Entschuldige mal. Wenn ich das richtig sehe. Ist das doch? Das ist super ungenau gespielt, aber hier stimmt die Geschwindigkeit zumindest. War ja klar, dass irgendwas drin sein musste, was mich jetzt komplett irritiert. Es kann sein, dass der hier ist oder da. Ich glaube hier. Kann da mal hier rauszoomen, das ist ja nicht auszuhalten. So. Wo fängt das überhaupt an? Nee, 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 das ist hier. Also wenn ich das richtig sehe, ist der da und der da. So, was da mit dem ganzen Rest in der Mitte jetzt los ist, bin ich mir auch nicht so sicher.
Wilde Geschwindigkeitsunterschiede. Ich glaube, der kommt dahin. Marco. Vielleicht hat er doch ein bisschen schief gespielt. Ich bin irritiert. Warum wird das da langsamer? Einfach mal nach Gefühl, was ich denke. Das war's nicht. Das stimmt doch was nicht. Nee, ich versuche mal mit einer anderen Spur. Das wäre das Ende. So, das sieht ja auch schon mal ein bisschen humaner aus alles. Das wäre der Anfang. Nee, nicht ganz. Oh Mann, das ist wieder so ein verschoben Ding. Dö, 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 dö. Oder? Nein. Nö, nö. Ich muss gerade überlegen, in wie viele Takte das reinpasst. Der stimmt halt ja safe was nicht. Bei beiden nicht. Guck mal, jetzt passt das. Pass auf. Was eins up. Scheiße, Alter, da hat der Marco reingeschissen. Sag ich selten. Aber um ehrlich zu sein, ich bin mir auch nicht sicher. Ob man das vernünftig spielen kann live. Die andere Frage ist, ob man das vernünftig spielen muss live. Das ist die Geschwindigkeit. Es ist nicht so schwer, wenn man das mit hoch runter. Da kann man noch schneller, aber ja, keine Ahnung. Ich darf meinen Mund eh nicht aufmachen. Mit meinen Gitarrenskills. Alright, let's see. Wir haben schon drüber geredet, dass wir mal sowas anfangen, wie gruselig das zu sagen, aber üben. Jetzt weiß ich, wie ich es schieben muss, aber das ist irgendwie nicht so der Sinn der Sache. Das Schieben so zu benutzen, um es wirklich zu verändern. Ja, das ist die Geschwindigkeit. Die sind alle wesentlich länger. Weiß auch nicht, ob er einfach nur irgendwie vom Takt weggedriftet ist oder ob er nicht verstanden hat, wo er spielen soll. Ich meine, ich habe ja auch nicht verstanden, wo gespielt werden musste gerade.
Aber irgendwie ist das komplett daneben. Wo es nicht sein soll. So, der und der ist klar. Hier sind sie genau andersrum erkannt worden. Keine Ahnung, was das hier für ein Quark ist. Zack, und die hatte nur einen erkannt. Okay. Gucken. Ja, ich finde das bei sowas auch immer total schwer zu zählen, wie viele man überhaupt spielen muss. Ich mache einfach mal nach Gefühl. Also ich gehe dann quasi in die Geschwindigkeit. Und dann gucke ich, wann es aufhört. So, aber zu zählen, wie viele Schläge man jetzt gespielt hat, finde ich eigentlich auch total unmöglich. Es gibt bestimmt Leute, die das gut können. Ich gehöre nicht dazu. Ich könnte mal wieder Gitarre üben, wenn Marco jetzt wirklich seine zweite Gitarre hier stehen lässt demnächst, dann übe ich vielleicht ein bisschen. Ich war eigentlich mal ganz in Ordnung. Aber inzwischen ist das alles verpufft. Gitarre ist nur noch ein Instrument. Instrument, ich meine ein Werkzeug, um Songs zu schreiben darauf. Ja, so stimmt es. Ist nicht der Sinn der Sache, aber bevor wir neu aufnehmen. Das ist die Geschwindigkeit. By the way, der hat zu schnell gespielt. So, da müsste jetzt alles da sein. Bevor ich jetzt einen Copy-Paste-Angriff hier starte. Höre ich das nochmal komplett im Solo durch, ob das alles stimmt. Und dann geht's ans Mixing selbst. Ich hab Bock, aber darauf habe ich keinen Bock. Nee, darauf habe ich auch keinen Bock. Das war falsch. Ich dachte gerade, warum klingt das wie Rotz? Das war die Spur da oben. Ah ja. Ich finde es auch, ja, das ist falsch, was ich hier gemacht habe. Ich finde es auch sehr faszinierend, wie stumpf die Gitarren eigentlich sind. Ich finde das immer total spannend. Aber ich möchte in Zukunft ein bisschen spannendere Gitarren haben. Finde ich nämlich tatsächlich echt ein bisschen lame manchmal. Es funktioniert, die Gitarren so als reines Rhythmus-Knallding zu benutzen. Aber ich finde es ein bisschen schade. Glaube ich. Meine Güte. Gucken eben mit Klick, ob das jetzt stimmt. Ja, jetzt stimmt es. Hat falsch geschoben eben. So, jetzt gleich kann ich den ganzen Block da als ein Ding nehmen. Das lasse ich erstmal so, weil Copy-Paste-technisch ist das ein bisschen schlauer.
Ist doch genau das Gleiche, oder? Ist das irgendwie. Steht da irgendein Zweifel? Ist exakt das Gleiche. So, das heißt, ich gehe jetzt einmal hierher, mach ditte in kürzer. Eben gucken. So, in der Viertelstunde muss ich mal eine Pause machen, eine große Pause, wo ich auch off gehe. Weil ich wegen dem Musikvideo morgen telefonieren muss mit dem Jason. Ich sag dir mal eben Bescheid. Da müssen wir nämlich noch ein paar Sachen besprechen. Ich freue mich riesig. Ich habe richtig Bock. Wir werden morgen wahrscheinlich nur die Club-Sachen machen. Vielleicht auch ein paar von den Stadtsachen. Aber die ganzen Autosachen werden wir irgendwann nächste Woche machen. Warum? Weil der Marco sein Auto waschen möchte. Würde man auf dem Video. Doch, vielleicht würde man es sehen. Aber man braucht keine Woche, um Auto zu waschen. Der soll das schnell machen. Soll mich nicht nerven damit. Nee, aber vielleicht ist es auch gar nicht so dumm. Da noch mal ein bisschen Zeit zwischen zu haben, dann kann man noch mal überlegen, ob man was vergessen hat. Dann kann man noch mal gucken, wo vielleicht was fehlt. Also ich kann schon mal ein Projekt anlegen in Adobe Premiere. Und ja. Mir vorstellen, dass das doch schon auch gar nicht so dumm ist. Aber ich will immer so schnell alles fertig haben. Okay, der Übergang gefällt. Du, da tue ich mich nicht schwer mit, den Sound zu lassen, du. Nee, Kölsch klappt heute nicht. Und Kölsch kommt heute nicht. Okay, dann muss ich nur noch das Ende hier. Am Chorruß. Der verrußte Chor. Ungefähr zwei hatte ich genommen, ne? Ich denke immer, es schreibt jemand, wenn dir dieser komische Balken hier so aufplöppt. Das sieht immer so aus wie eine, wie irgendwas, was aufplöppt. Irritiert mich immer kurz. So. Ist das jetzt fertig? Ich glaube, der Song ist fertig. Also gitarrentechnisch. Und dann geht's ans Mixing, gleich nachdem ich mit Jason telefoniert habe. Was ich bis dahin noch mache, überlege ich mir jetzt. Also ich höre den jetzt einmal durch mit neuen Gitarren. Ach komm, machen wir da unten den Bummes noch eben. Dann ist der Pain vorbei. Hopefully. Ist eine Kleinigkeit.
Eine Kleinigkeit, die mir da aufgefallen ist. Das ist schon korrigiert, oder? Klingt aber gerusht. Es klingt gerusht. Warum klingt es gerusht? Das ist echt nicht, oder? What the? Das ist eher minimal hinterher an manchen Punkten. Vielleicht macht das auch, dass es gerusht klingt. Ich markiere mir einfach einmal diese Dinger. Und wenn das dann schlechter klingt als vorher, wenn ich die jetzt schiebe, dann schiebe ich sie wieder zurück. Beziehungsweise drücke oft genug STRG Z. Aber das sieht. Es muss ja auch nicht super tight sein. Also ich würde jetzt hier gar nicht an die Dinger rangehen, so glaube ich. So beim Outro, aber das klang so hastig. So, okay, finde ich gut. Macht was her. Aber der hier. Dadurch, dass der so ein bisschen schlecht gespielt ist, klingt der auch ein bisschen, weiß ich nicht. Seltsam. Vielleicht kann man das so ein bisschen kaschieren. Man hört es nicht unbedingt im Mix raus, aber wenn man es im Mix nicht hört, heißt es nicht unbedingt, dass man es unterbewusst nicht wahrnimmt. Oftmals ist das, macht man das eine, sowas wie das jetzt, und denkt sich, ja, okay, hat sich jetzt auch gar nichts geändert. Auch im Mix hört sich das beides immer noch gut an und ich höre keinen Unterschied. Aber dann macht man das mit drei, vier, fünf Sachen, die übereinander liegen, und auf einmal denkt man sich, oh, warum klingt das so aufgeräumt und sauber? Ja. Das ist schon ein bisschen wonky hier. Und das machen wir jetzt auch einmal so. Das Ding ist, viele Anschläge sind halt richtig vernünftig drauf. Ich dachte, es wäre time-corrected worden mal. Aber offenbar nicht. Offenbar spielt der eigentlich. Aber der. Nee. Ich bin irritiert. Weil bei den anderen Sachen hat er ja auch so mega reingebrezelt, der Philipp damals. Ich korrigiere das jetzt. Macht mich doch nervös. Klang jetzt zwar gut, aber. Nee. Finde ich nicht okay. Hier entkommt nichts meinem strengen Ordnungszwang oder so. Okay, was kommt da noch irgendwas Komisches oder so?
Ja, okay. Okay. Wo war das denn vorher? Ja, okay. Dann hatte das einen Grund, dass ich das da abgeschnitten habe. Ist auch gut zu wissen. So, jetzt hören wir den ganzen Bums einmal mit neuen Gitarren. Das wird wahrscheinlich schon ein Riesenunterschied sein. Und einfach viel, viel cleaner klingen. Aber noch lösche ich sie nicht. Erstmal schüren wir uns das schon. Auch mal Vocals anmachen, dann kann ich direkt mit der Lautstärke schon mal checken. Das finde ich noch nicht gut, da muss ich noch mal ran. Willkommen zurück. Ja, klingt schon besser auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis später oder demnächst. So. Mit diesem Intro hier bin ich überhaupt nicht zufrieden. Das geht gar nicht. Die beiden müssen getauscht werden.
Die Spur muss getauscht werden mit. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, ich könnte es nach da unten schieben. Mit. Nee, Moment mal. Andersrum. Ich möchte diese Spur. Mit der Spur tauschen. Ist ja auch falsch, was ich da gemacht habe, ne? Merke ich jetzt erst. Moment mal. Das ist so verwirrend, ich hasse das. Also, aber dieses Stereo-Ding fand ich auch richtig nervig gerade. Doch, ist richtig. Aber das da. Der fehlt. Genauso da, glaube ich. Da wollen wir doch mal eben nachhelfen, du. Das geht ja marianisch hier. Das finde ich grob unfair. Sag mal, was passiert denn hier? Ich möchte aber den darüber. Ja, genau. Also, hä, jetzt war ich aber nicht bei der Sache. Denn das ist richtig gewesen. So. Ja, so wäre es dann nämlich richtig. Also der hier, der fehlte jeweils. Das ist auch irgendwie nicht so ein Wunder, dass das jetzt ein bisschen weird war. So, das hier wurde auch nicht gemacht, aus irgendeinem nicht klaren Grund. So, jetzt hören wir den ganzen Schmarrn doch nochmal. Und dann wird das wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wieder viel sauberer klingen. So, jetzt machen wir das Ganze noch so, wie ich mir das denke vom Sound. Und dann mache ich meine Telefonpause hier. Telefon- und Hundepause, Gedöns, ihr wisst schon. Thank you.
Alright, haben wir hier noch irgendwas, was wir... Ah. Let's go with this. Das klingt für mich sehr, sehr schön eigentlich. Tschüss. So, das heißt, die beiden müssten jetzt gleich sein. Die Frage ist, kriege ich da noch mehr? Jetzt habe ich, jetzt bin ich gerade voll auf den Geschmack gekommen, dieses warme Bass-Feeling da rauszubekommen. Ich glaube, wir versuchen mal das. Ja. Und dann mit den beiden anderen. Ein bisschen viel von dem Seitengeräusch. Man hätte noch ein Pickup hochschalten müssen. Moment, ich bin im falschen Moment. Doch nicht. Man hört über 10 nur nichts mehr, keinen Unterschied mehr. Stellen wir mal auf 33. Irgendwie ein bisschen softer. Aber ansonsten...
Also dieses Dö-dö-dö, das macht mich gerade ein bisschen fettig. Ansonsten, ich frage Marco mal, ob er das gerade irgendwie ändern kann. Ansonsten überlege ich mir, das einfach aus dem Alten zu klauen. Das ist wirklich weird. Da hat er sich im Ton vergriffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hören. Wir hören. Ach, ich klaue das einfach aus dem Alten. Ich klaue das aus dem Alten. Das macht mich sauer gerade. Weiß nicht, was wir jetzt dabei gedacht haben. Ich war ja dabei. Ist ja nicht so, als wenn er mir das geschickt hätte und. Komisch. Das ist hier der Part einfach, den klaue ich mir jetzt und dann da kümmere ich mich aber gleich drum. Dann muss ich auch an vielen Stellen reinschieben dann. Egal! Bin jetzt kurz weg, wie angekündigt. Wegen dem Musikvideo morgen einmal telefonieren und gleich mit dem Hundi raus kurz. Vielleicht bin ich in einer Stunde wieder da oder so. Bis dahin, macht was Schönes. Macht euch was zu essen. Oder sonst was. Später.